Bisher bei Alan Wake. Alice war entführt worden. Alan, bitte hilf mir. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie! Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind. Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sagte ja, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent, Agent Nightingale. FBI? Er möchte Sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose ist ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Wie ich schon sagte, Al, ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle, moderne Legenden, die wahr werden. Und das meiste davon hat sich in der Gegend vom Cauldron Lake abgespielt. Tja, da haben Sie recht, Mister. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja, okay. Ja, okay. Es gab da jedenfalls eine Insel, die einem Typen namens Thomas Zane gehörte. In einigen Artikeln stand, er sei ein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Aha. Wenigstens haben wir jetzt hier mal wieder Tag, ne? Nicht immer nur das Dunkle. Jetzt geh doch mal. Da liegt ein Schiffchen, ein Boot. Ja, verrückt. Morgens war er einfach da, als sei er vom Himmel gefallen. Aber es würde einen Tornado brauchen, um so etwas anzuheben. Ach so. Verdammtes Glück, dass er keinen Wohnwagen getroffen hat. Hey, du Lahmarsch. Komm mal her, komm. Bisschen dick genug und trödelt da rum. Oh, Barbecue. Und es kommt noch besser. Ein Mädchen aus dem Ort, Barbara Jagger, war nur eine Woche vorher im Cauldron Lake ertrunken. Sie waren ein Paar. Klar, Jagger ist hier die Gruselgeschichte. Die kratzende Hexe. Sie holt einen in der Dunkelheit. Kindisches Zeug halt. Aber jetzt, Al, komme ich zum Allerbesten. Alle diese Artikel wurden von Cynthia Weaver geschrieben. Ich habe mich umgehört und sie ist diese verrückte alte Obdachlose. Was, die Lampenlady? Ist manchmal ein bisschen verrückt, aber die ist nicht obdachlos oder so. Ja, jedenfalls kannte sie Jagger und Zane, bevor beide umgekommen sind. Danach hatte sie eine Art Kollaps. Machen wir jetzt hier einen Spaziergang? Jetzt mach doch mal. Meine Güte. So, Mister, das hier ist der Wohnwagen von Rose. Ach so. Darf ich fragen, was Sie von ihr wollen? Wir wollen nur mit ihr reden, Kumpel. Ja, ja. Wir wollen nur reden. Na dann gehen wir rein, ne? Ist was zu sehen da? Da ist immer wieder eine Thermoskanne. Na dann, komm. Na, was ist das für ein Anklopfen? Willkommen im... Oh, Mr. Wake. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Rose, Sie haben ein Manuskript? Oh. Oh ja. Ja? Bitte kommen Sie herein.
Bisschen dunkel, hä? Hey, das ist ja echt gut. Rose. Ja? Mein Manuskript. Ich brauche es wirklich. Ich habe verstanden. Ich weiß, was Sie brauchen. Eine Muse, die Sie inspiriert. Arthur Barry. Sie hat überhaupt nichts. Ja, hey, ja. Hey, es gab Drogen zum Tee. Barry! Was? Was? Zum Kaffee, nicht zum Tee. Walter White. Es ist hinter ihm her, versteckt unter Barbaras Haut. Ich bin zu schwach, es aufzuhalten. Machen Sie das Licht an. Ich habe versprochen, vorbeizukommen. Zu Ihnen und Ihrer Frau. Man muss beenden, was man angefangen hat. Ich bestehe darauf. Sie müssen das Licht anmachen. Das Licht anmachen. Zurück an die Arbeit. Los! Wo sind wir denn jetzt? Bei ihm daheim? Mir war übel, wie bei einem Kater. Nur die Wut hielt mich aufrecht. Ich kann Realität und Traum nicht mehr unterscheiden. Aber eine imaginäre Lektorin hilft mir. Eine alte Frau in einem Trauerkleid. Ich nenne sie Barbara Jagger. Sie ist sehr streng. Ich schreibe immer schneller. Mein Manuskript wird stark überarbeitet. Es wird immer extremer, immer weniger von mir und immer mehr von ihr. Ich hasse es, aber ich weiß, sie hat recht. Mhm. Sie sagt, dass ich so Alice retten kann. Sie weiß mehr als ich über die komplizierte Beschwörung, die ich vorhabe, über diesen Ort. Sie hat so etwas mit einem anderen Autor schon einmal gemacht, mit Thomas Zane. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Ich bin nah dran, ich fühle es. Alles klar. Hier, Fan. Guck, Fan. Nur läuft er wieder sehr langsam, kann ihn nicht ändern. Ich glaube, wir müssen an jeder Ecke stehen. Oh, Rose hier. Hatte mir einen Tag gestohlen. Mir blieben weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Ich konnte nur Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Barry war erledigt. Er war zu schwer zum Tragen. Und schnarcht. Die hat doch immer dieselben Klamotten an. Ich hätte mehr Geld für dich. Sie ist so verdammt gut. Willkommen im Oh Dear Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Hey, die Pillen will ich auch. Irgendwie konnte ich Rose nicht wirklich hassen. Etwas benutzte sie, um mich zu bekommen und hinterließ Spuren. Das erste Nachfüllen ist kostenlos. Meine Waffe und meine Taschenlampe waren weg. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Zeit drängte. Auto? Oh. Den vorhin da ganz unten, oder was? Das denn? Ging nicht eben. Wo ich jetzt die ganze Strecke zurück, da ist ein Hotel, was kann. Ohne Waffe, ohne Taschenlampe. Geile Sache. Was soll denn das werden? Rennen kann er auch wieder nicht. Ach hier, da steht er ja, der Kerl. Wird schon wieder Abend. Ist schon Nacht. Die Sterne da. Da? Oh, jetzt haben sie es. Gott weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Hier ist Agent Nightingale, FBI. Hände hoch, Hemingway. Sie sind verhaftet. Eine Bewegung und ich schieße in ihre verdammte Fresse. Bleiben Sie, wo Sie sind. Nein! Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Ich ließ Barry nur ungern zurück, aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Geben Sie auf, Mr. Way! Kommen Sie, machen Sie es uns nicht so schwer! Aus der Erde! Durchsucht das Gewicht entkommen! Los, los, los! Jetzt wollen wir wieder jumpen ran, ja?
Auch wenn jetzt hier so Heinis kommen, ich hab nichts, ne? Keine. Nee, geht nicht, ich hab nichts. Jetzt soll ich ja nicht rennen. Gott, hey. Er hat doch gar kein Übergewicht. Also. Sieht er mich da? Gehen wir mal hier lang. Steht er noch da? Nee. Da ist er! Wir haben den Verdächtigen gesichtet. Ja, super. Ach. Okay, Leute, haltet die Augen offen. Er wird versuchen, hier durchzukommen. Okay. Wo ist er hin? Kann ich, komm ich da durch? Nee. Hat er mich jetzt nicht gesehen? Oh, verdammt. Was sind das, diese Leuchtfackeln? Hey, oh Mann. Wo ist er? Hau ab. Verteilt euch. Okay. Ich kann wieder nicht rennen, der ist wieder außer Atem. Oh, okay, alles klar. Verpassen. Geben Sie auf, Mr. Wade. Das müssen wir anders da machen. Bis zu der Brücke ist noch okay. Ich habe auch immer eine Anzeige wegen dem Erschöpft. So, da ist jetzt der Heinzel. Komm hier. Nee, da hoch. Wie habe ich denn das? Warte mal. Der darf uns jetzt. Hey! Wer sieht mich jetzt da? Der! Okay, das war jetzt nichts. Stehen bleiben! Wir haben den Verdächtigen gesichtet. Die kommen von da. Ich kann nicht rennen. Bin mal gespannt, ob das Programm, ob die mich sehen. Ja. Da ist er! Okay. Okay, Leute, haltet die Augen offen. Er wird versuchen, hier durchzukommen. Ja, ja. Klar will ich das. Okay, das ist diese Leuchtmunition. Wo ist er? Da oben ist einer. Hey, da drüben ist er. Okay, da ist der. Er ist entwischt. Stehen bleiben! Aha. Verdammt nochmal, wo ist er hin? Er ist entwischt. Haltet die Augen auf. Komm ich hier hoch? Rennen kann ich jetzt wieder nicht. Er ist wieder außer Atem. Gesundheit geht einigermaßen. Was ist das? Er ist weg! Los, Leute! Wir müssen ihn abfangen! Manuskript.